die erste Frage? Bitte. Das ist eine Frage an den Politiker. Oh. Ist es ein Hindernis der SPD, wenn sie jetzt ein Volksentscheid über den Bahnhof vorschlägt, wissend, dass das Bohren nicht erfüllt werden kann, dass der gar nicht rechtsgültig werden kann? Also, ehrlich gesagt, wenn man das wirklich ernst meint, dann müsste man in Baden-Württemberg, Entschuldigung, ich hoffe, Sie erlauben mir, dass ich mir ein bisschen Ölung für die Stimmbänder verschaffe, dann müsste man in Baden-Württemberg in zwei Schritten vorgehen. Das habe ich den Akteuren auch erklärt, sowohl in der SPD als auch bei den Grünen. Wenn ich frage, auf welchen Akteuren, das würde mich mal interessieren. Aber Sie lassen mich trotzdem den ersten Satz hier machen. Man müsste erst den Volksentscheid ändern, also die gesetzliche Regelung des Verfahrens ändern. Sie haben ja in Baden-Württemberg das Problem, dass sie, so wie es jetzt geregelt ist, kann es eigentlich gar nicht funktionieren, ja, aus einer Vielzahl von Gründen. Und dann könnte man einen sauberen Volksentscheid durchführen. Das ist meine Antwort zu Ihrer Frage. Möchte ich nicht antworten, wenn Sie mir erlauben, weil ich jetzt sonst in Gefahr stünde, von Vertrauen. Ich sprach jetzt von Gesprächen, die nicht öffentlich waren, sondern vertraulich waren. Ja, es ist so, dass zu dieser Demokratiefrage gibt es viele Fragen hier im Land und ich gelte als jemand, der sich damit intensiv beschäftigt hatte und ich werde von verschiedenen Menschen angesprochen und eingeladen. Die Gespräche, von denen ich jetzt sprach, waren vertrauliche Gespräche, deswegen lieber jetzt nicht. Ich möchte nur anknüpfen, weil die Frage von der Dame ist völlig legitim und ich finde wahrscheinlich für viele Anwesende auch sehr spannend. Und ich kann das sagen, ich war bei einer Wahlveranstaltung von dem Nils Schmidt im Vorfeld der Wahl und mir ist aufgefallen, dass zu diesem Thema, also oberflächlich wirklich nichtssagend und im Grunde keine präzisen oder keine konkreten Aussagen getätigt wurden und auch gar nicht die Möglichkeit mehr gegeben wurden im Nachgang, zu seinem Vortrag da Stellung zu beziehen. Also ich akzeptiere das natürlich, wenn es persönliche Gespräche waren, aber die Frage von der Dame ist natürlich legitim. Denn dann antworte ich Ihnen so, dass wenigstens auf diesen Teil Ihrer Ausführung eine indirekte Antwort gegeben ist. Mit Nils Schmidt habe ich nicht gesprochen. Er hat mich auch nie gefragt. Manches von dem, was ich da an öffentlichen Äußerungen höre, erweckt bei mir eher den Eindruck, das ist ja überhaupt eine Tragik in der Politik, dass das nicht, dass im Hintergrund der Äußerungen, die gemacht werden, eigentlich nicht die Frage steht, wie kann man das wirklich am besten machen, sodass die Bürger das letzte Wort haben, sondern wie kommen wir als Partei aus dem Dilemma heraus, dass wir in dieser Frage tief gespalten sind und wenn wir uns jetzt öffentlich äußern, im Grunde immer verlieren können. Wenn wir jetzt sagen, wir machen Volksabstimmung, das ist genial, da ist jeder dafür und wir müssen sozusagen nicht mehr inhaltlich argumentieren, sondern wir versprechen etwas, von dem wir noch gar nicht wissen, ob und wenn ja, wie wir es halten. Ja, weil das ist, was dann als erstes zustande gekommen ist bei mir, also ich gebe Teilantworten, aber nicht eine völlige Antwort zu der Frage, dass ich nämlich bestimmte Leute angerufen, bestimmten Leuten geschrieben habe und gesagt, hör mal Leute, also entweder ihr wollt hier die Leute veräppeln, ja, oder ihr meint es ernst. Wenn ihr es ernst meint, dann geht es nur so. Ja. Und aber da, wie gesagt, Nils Schmidt gehörte nicht zu den Gesprächspartnern. Bitte, 1, 2, Sie sind der Erste. Simone Weil hat mal ein Pamphlet verfasst zur Abschaffung der politischen Parteien. Ja. Scheines Heft, kostet nur 10 Euro, kann ich jedem empfehlen, wo das Wesen der Parteien beschrieben wird. Seit wann es die gibt, was das erste für ein Spiel war und wie sich es sozusagen durchentwickelt hat bis heute hin. Ja. Und dazu möchte ich 3 allgemeine Fragen stellen. Das Thema, was ist eigentlich Politik? Ja. Was sind Parteien? Ja. Und dienen die beiden eigentlich der Demokratie? Gut, also wenn Sie mir erlauben, dass ich versuche, das auf meine Art zu beantworten, also jetzt nicht erstens, zweitens, drittens, sondern ich versuche, Ihre Fragen zu integrieren und das in einem Gedanken, in einer Antwort zu beantworten. Also zu der Frage, was Politik ist, habe ich zu Beginn schon ein bisschen was gesagt. Ich glaube, im Kern ist es tatsächlich die Feststellung der Rechtsordnung, das heißt die Entscheidung über diejenigen Fragen, die mit der Gestaltung des Zusammenlebens zu tun haben und im Kern rechtlicher Natur sind, also nicht kultureller Natur,
nicht wirtschaftlicher Natur, wobei ich bei der Wirtschaft und auch bei der Kultur habe ich es nicht gemacht, aber darauf hinweisen möchte, zum Teil schon darauf hingewiesen habe, dass das Recht sozusagen den Rahmen gibt, auch für das, was dort stattfindet. Also zum Beispiel, wenn wir sagen, wir wollen gern freie Schulen, ja, dann muss es ein Gesetz geben, das freie Schulen ermöglicht. Es gibt Länder auf dieser Welt, wo das gar nicht geht. Und es gibt Länder, wo das sehr gut geht. Und es gibt Länder wie Deutschland, wo es meines Erachtens nur halbfreie Schulen bestenfalls gibt, weil die Schulgesetze eine wirklich freie Schule nicht zulassen. Also das, was auch in Waldorfschulen, Montessori und so weiter von den Schulgesetzen vorgegeben ist, ist meines Erachtens so viel und so massiv, dass es vieles von dem gar nicht ermöglicht, was eine wirklich freie Pädagogik verlangen würde. Das heißt, immer wieder stoßen wir auf diese Frage nach dem Rechtsrahmen. Und das ist, das zu regeln, ist im Kern Aufgabe der Politik. Parteien sind in einer repräsentativen Demokratie meines Erachtens vorübergehend als, wie soll ich das nennen, als Instrumente der Gewinnung von Kandidaten für Ämter, der Besetzung von Ämtern und der Bündelung von politischen Ideen, Anliegen und Programmen. Sinnvoll und notwendig. Aber ich bin mit Ihnen der Meinung, dass wir die Parteien und den Parteienstaat überwinden müssen. Und zwar sehr dringend. Also ich halte das sozusagen für eine Durchgangsstufe. Ja. Wenn wir das, ich weiß ja gar nicht, ob ich das darf, aber ich habe das ja ein paar Mal schon gemacht, wenn wir das ein bisschen anthroposophisch anschauen wollen, dann würde ich sagen, in der Partei lebt ein Rest Gruppenseele. Ja? Die Idee der Partei ist, dass ein bestimmter Teil von Menschen, Partei kommt ja von Pars, teilen, ein bestimmter Teil von Menschen gemeinsame Auffassungen und Ziele hätte, die gegen andere Parteien ins Feld geführt werden können und müssen. Ja? Und das ist ja auch traditionell ein ganzes Stück weit so gewesen. Ja. Ich habe das noch sehr stark erlebt in Bayern, in bestimmten ländlichen katholischen Bezirken. Da war immer klar, also wer da zur Kirche geht, so der wählt CSU. Ja. Es gibt dann andere Milieus, da war immer klar, über Generationen hinweg wählt man sozialdemokratisch. Schon der Großvater war Sozialdemokrat, der Vater war Sozialdemokrat, ich bin auch ein Sozialdemokrat. Also solche Menschen habe ich noch kennengelernt. Ja. Heute merkt man, das funktioniert immer weniger, weil es gibt so viele Fragen, die völlig quer zu den politischen Parteien laufen. Überhaupt meine ich, dass im Grunde ein selbstdenkender, freier Mensch nie mit allem einverstanden sein kann, was in irgendeinem Parteiprogramm steht. Also ich, lasse mich das ruhig hier auch öffentlich so sagen, ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was zum Beispiel im Programm der Grünen steht. Das wäre irgendwie ein Wunder, wenn das ginge. Ja? So, ich halte da auch manches für weniger gut, manches für besser. Und so ist das einfach und deswegen sind die Parteien zunehmend weniger geeignet und in der Lage, sozusagen als Instrumente der politischen Willensbildung zu funktionieren. Was nötig ist, ist, dass die Bürger sich viel konkreter äußern. Also sagen, in dieser Frage sehe ich so, in dieser Frage sehe ich so und so weiter. Und damit werden die Parteien immer unbedeutender werden. Ich würde übrigens auch das Wahlrecht dringend und gerne reformieren, so dass die Bürger Personen wählen. Gerne aus Listen, also Parteien machen Listen, aber sie machen nicht einfach ein Kreuz bei der Liste und wählen damit blind diejenigen, die die Partei nominiert hat, sondern sie sagen, der überzeugt, also ich bin zwar für die Partei, aber der da oben steht, überzeugt mich überhaupt nicht, den streiche ich zum Beispiel, ja. den auch, die finde ich gut. Ja. Im Übrigen, bei denen ist auch jemand gut, also sie können, man nennt das kumulieren, panaschieren, sie können dann auch aus verschiedenen Listen diejenigen Leute auswählen, die sie gut finden. Das stärkt sehr viel mehr, auch für die Politiker übrigens, das Bewusstsein, dass sie am Ende sich vor den Bürgern verantworten müssen und nicht nur vor der Partei. Denn solange die Liste das Entscheidende ist, läuft das ja so, dass sie wissen, sie müssen sozusagen in der Partei auf Linie sein, damit sie wieder aufgestellt werden müssen und können sich gar nicht leisten, da abzuweichen. Also ich rede jetzt grob, aber und wenn sie individuell sozusagen ihr Mandat von den Bürgern bekommen, dann sind sie auch der Partei gegenüber deutlich freier. Also so meine ich, dass sehr viele Schritte möglich und nötig sind, um diesen Zustand zu überwinden, in dem die Parteien im Grunde das Politische ganz und gar unter sich aufgeteilt haben und beherrschen.
Ist das eine Antwort? Ja. Okay, das passt auch noch zu dem, von dem CDU-Mann bei dem Verfassungsrat, der gesagt hat, sie wollen das nicht monopolisieren. Ja, ja. Die Demokratie. Ja. Er hat die CDU aber sehr schnell vergessen. Ja. Die CDU hat damals viele interessante Sachen gesagt. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie das Ahlener Programm der CDU kennen. Gut, schauen Sie es mal. Sie sind der Nächste. Sie haben den Zusammenhang von Geld und Recht sehr schön dargestellt und ich glaube, die meisten hier sind sicherlich einig, wenn Sie sowas wie eine Spiritualisierung des Geldes fordern. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie das realisiert werden kann. Soll das in einem Land stattfinden oder in einem Gremium in Deutschland und werden die Amerikaner und die Chinesen dann mitmachen oder wie hat man sich das vorzustellen? Also zunächst mit der Spiritualisierung. Ich glaube, die Spiritualisierung muss vor allen Dingen zunächst mal bei uns sozusagen stattfinden. Es geht darum, spirituelle Begriffe zu entwickeln. Also Begriffe, die wirklich, wie soll man sagen, die das Wesen einer Sache erfassen und beinhalten. Die sind dann immer lebendig und die sind dann auch immer nicht, wie soll man sagen, das sind dann keine Definitionen, sondern das sind lebendige Begriffe. Was dann an Gesetzgebung daraus folgt und notwendig ist, das ist allerdings jetzt, das wäre sozusagen wirklich, das ist jetzt schwer in dieser Kürze zu sagen, weil das für die jeweilige Ebene und für die jeweiligen sich stellenden Fragen sehr verschieden ist. Und ich habe ja diesen Begriff nicht entwickelt, das mache ich gerne ein andermal, aber nur grob deswegen zu Ihrer Frage. Sie fragen, auf welcher Ebene? Das ist ganz verschieden. Also natürlich ist das Geld heute ein weltweites Instrument. Ja? Und dennoch ist es so, dass man vieles auch im Land regeln kann. Also man könnte jetzt, nehmen wir mal zum Beispiel ein kleines Beispiel, Hedgefonds waren in Deutschland bis 2000, jetzt weiß ich die genaue Jahreszahl nicht mehr, etwa 2004 oder sowas, nicht zulässig, sind dann zugelassen worden. Tragischerweise würde ich sagen, von der rot-grünen Koalition. Oder zum Beispiel die Steuerfreiheit der Veräußerungsgewinne und viele andere Sachen mehr. Das sind jetzt, das ist alles jetzt kein spiritueller Geldbegriff. Ich will nur darauf hinweisen, welchen Spielraum der nationale Gesetzgeber in diesem Bereich hat. Da gibt es ganz viele Fragen, die auch mit dem zusammenhängen, was jetzt an den Börsen und Finanzmärkten und sowas stattfindet, wo der nationale Gesetzgeber durchaus Dinge tun kann. Dann kommt immer das Argument, ja, aber dann machen sie es trotzdem auf den Bahamas. Das gilt in bestimmten Bereichen, ist aber kein Grund, es hier auch zu machen. Das ist aber jetzt eine sehr grobe Antwort. Zweite Antwort. Es gibt Dinge, die kann man nur weltweit machen. Es gibt aber auch Dinge, die kann man sogar regional machen. Ich glaube, ich weiß, dass das alles jetzt sehr missverständlich ist, was ich sage, weil ich es eben nicht da nicht entwickeln kann jetzt aus Zeitgründen. Und deswegen wirkt es einfach wie eine platte Behauptung, die man dann so oder so sehen kann, zu der man so oder so meinen kann. Ich meine zum Beispiel, dass es Parallelwährungen geben kann und sogar sollte. Das heißt, es muss nicht zwingend alles Geld von einer Stelle ausgegeben werden, sondern ich könnte mir denken, dass es Stellen gibt, die Geld ausgeben und sagen, wir vereinbaren im Zusammenhang mit diesem Geld jetzt folgende Regelung. Und das, was ich jetzt sage, gibt es schon. Das gibt es im ganz Kleinen, bei diesen ganzen Regionalgeld-Initiativen, von denen es in Deutschland jetzt über 400 gibt. Also es ist absolut erstaunlich, was da entsteht. Mit denen habe ich ein Problem, aus anderen Gründen, ja, weil der darin lebende Geldbegriff meines Erachtens noch subkomplex ist, noch nicht ausreichend entwickelt. Die haben häufig zum Beispiel Tauschgeldvorstellungen, die ich für ein eher, für nicht das wirklich adäquate Entwicklungsstadium des heutigen Geldbegriffs halte. Aber das Spannende daran ist, dass Menschen sich eben zusammenschließen und sagen, wir vergessen jetzt mal alles, wie es ansonsten geregelt ist und überlegen jetzt, was empfinden wir als adäquat. Ja? Und das Interessante ist, dass dort dann die ganzen Fragen sich stellen. Ich war also jetzt gerade von den Regionalgeld-Alternativen im Bodenseeraum und Vorarlberg und sowas, die haben zusammen eine Veranstaltung gemacht, haben mich eingeladen.
mit ihnen über bestimmte Fragen zu sprechen, wie man über diese einzelnen Regionalgeldverbünde hinweg zu einem gemeinsamen Begriff kommt in Bezug auf bestimmte Dinge. Also jemand wohnt in Lindau und zieht nach Bregenz und verkauft aber sein Auto noch in Lindau. Und wie geht das jetzt mit Regionalgeld und solche Sachen? Ja? Jemand möchte eine Firma eröffnen und braucht dafür einen Kredit, gibt es bisher nicht in den Regionalgeldgeschichten. Aber die machen das jetzt im Bodenseeraum, weil sie sagen, das muss möglich sein. Aber wie ist dann ein Kredit gedeckt? Und so, also das heißt, das Spannende dort ist, dass alle diese Fragen sich real stellen und die Menschen jetzt zu Regelungen kommen, die sie als angemessen. Es ist wie ein gemeinsames Lernen an diesen Fragen. Und es gibt auch, das sind jetzt sozusagen diese kleinen Inszenierungen, es gibt viel größere. Wenn Sie, ich weiß nicht, Sie kennen in der Schweiz dieses Wir-Geld. Also Wir, das ist eine Abkürzung, tut mir leid, ich habe gerade einen Blackout, ich kann die Absetzung jetzt, Abkürzung nicht übersetzen. Das ist eine, man könnte sagen, Verrechnungseinheit, die etwa 6.000 schweizerische Unternehmen untereinander verwenden. Die haben sich gesagt, in allem, was wir untereinander an Beziehungen haben, also der eine kauft vom anderen ein Vorprodukt oder liefert hier ein Endprodukt und so weiter, da arbeiten wir nicht mit Schweizer Franken oder mit normalem Geld, sondern mit diesem Geldersatz, für das wir selbst bestimmte Regeln aufstellen. Und das sind alles Regeln, die nicht zulassen, dass damit spekuliert wird und vieles andere mehr. Es ist also ganz interessant, weil das ein sehr gesundes System ist dort, das jetzt seit 40 Jahren praktiziert wird. Ne? Oder wenn Sie Bernard Lietaar lesen, der hat solche Sachen untersucht in Korea, in Japan und so weiter. Es gibt also immer mehr solche Initiativen. Und solange es uns nicht gelingt, sozusagen das Ganze so zu ändern, wie es nötig wäre, glaube ich, muss man so arbeiten. Muss man daneben etwas aufbauen, was immer mehr Kraft bekommt, größer wird, auch immer mehr zeigt, dass es funktioniert. Und dann wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo man tatsächlich auch sozusagen den großen Entscheidungen den Übergang schafft. Aber das war jetzt eine sehr grobe Antwort zu einem Thema, von dem ich selbst der Meinung bin, man muss sich mehr Zeit nehmen, um es eigentlich besser decken zu können. Sie haben in einem Gespräch mit dem Redakteur von Flensburger Hefte eindrücklich geschildert, die Gespräche, die Sie mit Fraktionskollegen, aber auch mit der Opposition und der SPD damals gehabt haben, wo Sie beschrieben haben, wie das die Gespräche auf fruchtbaren Boden stoßen. Können Sie daraus berichten, wie die Menschen, wie die Parlamentarier gestimmt sind an der Frage? Das war ja immer sehr abhängig am Anfang. Und wie waren die Prozesse, dass sie anders gestimmt waren und dann mehr eingesehen haben? Ja, also kurz, ne? Ich versuche ein paar Schlaglichter da zu geben. Und ich mache es jetzt mal absichtlich so, dass ich positive und negative gebe, weil das ist ja sehr verschieden. Ne? Ich fange mal mit dem Negativen an. Ich habe bei den Grünen das relativ früh durchgesetzt, dass diese Idee der direkten Demokratie ganz oben, also ein Schwerpunkt in der grünen Programmatik wurde. Auch das war nicht leicht, hat 4 Jahre gedauert, aber nach 4 Jahren ist das dann gelungen. Das erzähle ich Ihnen jetzt nicht, diese 4 Jahre Schwierigkeiten. Nur es war dann bei uns wirklich einer der wichtigsten Punkte in der Programm, einer der Kernpunkte. Und als wir dann, als die erste rot-grüne Regierungsbeteiligung war, 98, da hatten wir das, ich war in der Verhandlungskommission für den innen- und rechtspolitischen Teil des Koalitionsvertrages. Und da hatten wir, also ich muss es anders sagen, ich war in der Kommission, die grüne Verhandlungslinie hierfür definiert hat. Ich habe aber nicht verhandelt. Und da war das die wichtigste Forderung überhaupt, im innen- und rechtspolitischen Teil. Da gab es noch ein paar andere, aber das war die wichtigste Forderung überhaupt. Und die SPD hatte auch für die wichtige Forderung, es wurde heftig darum gerungen. Und die Grünen konnten das durchsetzen im Koalitionsvertrag. Also auf der Ebene der Sachpolitiker. Das war von der SPD übrigens Hertha Deutschland-Melin und Otto Schilling, die da verhandelt haben. Und dann lief das aber so, dass immer abends war die sogenannte Kaminrunde und am Kamin saßen Schröder, Fischer, Trittin und Lafontaine.
Und Schröder, Fischer, Trittin und Lafontaine waren sich einig, absolut einig, das wollen sie nicht. Also direkte Demokratie kommt da nicht rein. Und haben es wieder rausgestrichen. Das haben mir natürlich meine Leute immer brühwarm berichtet. Da habe ich gesagt, so geht's nicht. Am nächsten Tag wird wieder nachverhandelt. Ja? Dann wurde also wieder nachverhandelt, dann wurde es wieder rausgestrichen. Am Ende war es so, dass es nicht im Koalitionsvertrag stand, obwohl es eigentlich im innen- und rechtspolitischen Teil beschlossen worden war. Und bei den Grünen war es damals noch so, das ist ja auch eine Frage von Demokratie, dass diejenigen, die verhandelt haben, anschließend sich in einem Parteirat der Diskussion, also berichten musste, das Verhandlungsergebnis, da diskutiert wurde und dann eine Bundesversammlung, also ein Parteitag stattfand, wo die Grünen entschieden haben, ob sie auf dieser Grundlage jetzt in die Koalition eingehen wollen oder nicht. Und da hat Fischer berichtet und Fischer hat gesagt, dass mit der direkten Demokratie, das sei leider nicht durchsetzbar gewesen. Und dann hat sich jemand gemeldet und hat gesagt, warum eigentlich nicht? Dann hat Fischer gesagt, das sei doch klar, also man hätte da mit Otto Schily und Hertha Deubner mit Melin verhandelt und das seien natürlich knallharte Burschen und die seien gegen jede Stärkung der Demokratie und da hätte man überhaupt keine Chance gehabt, das durchzusetzen. Daraufhin habe ich mich gemeldet und habe gesagt, lieber Joschka, die Geschichte, die du hier erzählt hast, stimmt nicht. Schily und Deubner-Melin haben zugestimmt. Das Lustige ist, dass Otto Schily Gründungsmitglied von Mehr Demokratie war. Er hat sich weit davon entfernt inzwischen. Aber er hat am Anfang, fand er, also hat er überhaupt einen weiten Weg zurückgelegt. Er hat das mal sehr unterstützt. Und Hertha Deubner-Melin war bei uns im Kuratorium. Und ich bin bis heute mit ihr gut befreundet. Und die hat das bis heute unterstützt. Also das war nicht so, dass wir da Gegnern gegenüber saßen. Wir haben das durchgekriegt. Und da habe ich also gesagt, Wirklichkeit ist ein bisschen anders. Ja. Du hast das zusammen mit Jürgen Trittin und Oskar Lafontaine und Schröder gekillt. Ja. Dann hat er mich angebrüllt, ich mach dich fertig und so weiter. Aber ich habe verlangt, auf dem Parteitag, dass die Grünen dem Koalitionsvertrag nicht zustimmen, wenn das nicht wieder reinkommt. Also ich habe gesagt, ich verlange, dass hier nachverhandelt wird. Und der Parteitag hat mit 95% Mehrheit beschlossen, hier soll nachverhandelt werden. Das ist übrigens interessant, ich hatte immer auf den Parteitagen ganz breite Zustimmung und immer im Partei-Establishment, also im höchsten, ich sag mal, Funktionärsliegen, immer gegen. Ja? So, Parteitag hat gesagt, hier muss nachverhandelt werden. Fischer hat gesagt, mach ich nicht. Ja? Dann hat Kerstin Müller, die damals stellvertretende Parteivorsitzende, also mit ihm Parteivorsitzende war, gesagt, okay, ich übernehme das. Hat nachverhandelt und dann hatten wir es drin im Koalitionsvertrag und haben die Grünen zugestimmt. Dann habe ich, als ich im Parlament war, eingeladen zur ersten Sitzung der Arbeitsgruppe, die den Gesetzentwurf ausarbeiten sollte. Und da saßen, waren so 6, 7 SPD-Abgeordnete, 3 Grünen-Abgeordnete im Raum. Plötzlich geht die Tür auf, kommt der Stiegler rein. Stiegler war damals stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD, hat gesagt, ob es wahr wäre, dass wir hier über Volksentscheid reden. Und ich gesagt, ja. Dann hat er gesagt, sofort aufhören, ja, sofort aufhören. Es ist doch klar, die Dicken haben beschlossen, dass wir das nicht machen. Die Dicken waren damals Schröder, Fischer. Also das heißt, es stand im Koalitionsvertrag, aber die Dicken hatten irgendwie ausgemacht, machen wir nicht. Ne? So, und dann sind die ganzen, ich habe gesagt, seid ihr noch zu retten? Die ganzen SPDler sind aufgestanden, sind rausgegangen, ja? Weil sie durften nicht. Ja? So, und dann habe ich also, ich glaube, ein Dreivierteljahr gebraucht, bis ich die so weit bearbeitet habe, dass sie den Mut hatten, an solchen Sitzungen wieder teilzunehmen. Und das geht nur durch individuelle Gespräche. Ich habe in dieser Legislaturperiode, ich glaube, 150 Gespräche mit einzelnen Abgeordneten hinter verschlossenen Türen geführt. Und da merkt man dann das Interessante, dass alle neben der Tatsache, dass sie den Hut aufhaben, Politiker sind, ein Amt, in einer Partei sind und so weiter, sind das alles natürlich auch Menschen. Und das für mich eigentlich Interessante war, dass wenn man durch diese Schicht durchstößt, wo der Mensch erstmal nur als Amtsträger agiert und dem Menschen näher kommt, und das geht ja häufig, nicht immer, dann sieht das plötzlich ganz anders aus. Und so war das eben bei ganz vielen. Ich will nur einen als Beispiel erzählen, weil er heute noch aktiv ist, Dieter Wiefelspütz. Dieter Wiefelspütz, innenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, war damals unser Hauptgegner, weil Wiefelspütz
wie fast alle in der SPD, der festen Auffassung war, dass die Weimarer Republik an Volksentscheiden zugrunde gegangen ist und dass der Hitler über Volksentscheide an die Macht kam. Ja, das hat man irgendwann mal in SPD-Kreisen so tradiert. Ja. Und er war unglaublich aggressiv mir gegenüber bei diesem Thema, überhaupt nicht zugehört. Ja. Und irgendwann, ich weiß noch, das war im Dezember, es war kurz vor Weihnachten, da wurde es laut zwischen uns und dann habe ich gesagt, Dieter, du bist viel zu intelligent, ja, als dass ich das dir durchgehen lassen könnte, mit einem so platten Argument dich dieser Diskussion zu entziehen. Das hat ihn extrem empört und dann habe ich gesagt, also wenn du willst, dass ich dich ernst nehme, dann nimmst du dir mal 2 Stunden Zeit für diese Sache. Und wenn du dann immer noch dieser Meinung bist, okay. Ja, und das hat er gemacht und das war ein wirklich spannendes Gespräch. In der Folge, dann ging es fast nur um Weimar, Drittes Reich und wie war das damals. In der Folge habe ich ihm ein paar Bücher geschickt, in denen man das alles nachlesen konnte. Im Januar sahen wir uns wieder, er hat gesagt, er hat über Weihnachten alles gelesen, er sei überzeugt. Und heute ist Dieter Wiefelspütz einer unserer besten Mitstreiter in diesen Fragen, immer wieder, unverändert bis heute. Und so gibt es viele. Und durch solche Gespräche ist es dann möglich geworden, dass ich allmählich eine Truppe beisammen hatte, die dann bereit war, diesen Gesetzentwurf zu machen, obwohl uns regelmäßig erklärt wurde, ihr dürft das nicht. Ja? Und dann mussten wir in den Fraktionen uns gegen unsere eigenen Oberen durchsetzen. Also ich habe viele haben das miterlebt, erzählen das noch heute gern, in einer Fraktionssitzung, in der Joschka Fischer einen knallroten Kopf hat und wirklich rumgeschrien hat, habe ich diesen Antrag gestellt, wir hatten 2 Stunden Debatte, ich habe die Abstimmung gewonnen, ja? Joschka hatte keine Mehrheit. Das heißt, wenn es um Sachargumente ging, dann war es an der Stelle so, dass wir uns durchgesetzt haben. Es hat eben manchmal nicht gepasst, die da auch argumentativ nicht zugänglich waren, aber durch diese ganzen Einzelgespräche ist es mir gelungen, damals die Koalition doch zu überzeugen. Und es war am Ende ging es sogar so weit, dass als dann endlich wir die Entscheidung hatten, wir können diesen Gesetzentwurf machen, dann hat die SPD-Fraktion den Innenminister beauftragt, den Gesetzentwurf zu machen. Also so läuft das ja im Bundestag. Gesetzentwürfe schreiben in der Regel die Abgeordneten nicht, obwohl ich der Meinung bin, das sei ihre Aufgabe. Also Abgeordnete sind Legislative. Nein, im Regelfall, also 96% der Gesetzentwürfe macht die Regierung. Ja? Und das heißt, man beauftragt das Ministerium. Aber in dem Ministerium saßen ausschließlich Leute, die das gar nicht wollten. Und mir war völlig klar, es gibt ein katastrophales Gesetz, eins, das nie funktioniert. Und dann habe ich gesagt, nur über meine Leiche, das geht nicht, wir geben das nicht ans Innenministerium. Dann hat der Struck, Peter Struck, damals Fraktionsvorsitzender, gesagt, ja, wer soll es denn sonst machen? Dann habe ich gesagt, kannst du das? Dann hat er, guck mal, das Gesetz in Schleswig-Holstein habe ich geschrieben, das in Bayern habe ich geschrieben, das für Nordrhein-Westfalen habe ich geschrieben. Okay, der Gerald macht das. Und dann habe ich den Gesetzentwurf gemacht für die Koalition und wir hatten eine Arbeitsgruppe, die ungefähr ein Jahr lang dazu getagt hat. Und wir hatten am Schluss in der Abstimmung im Bundestag, am 2. Juni 2002 war das, hatten wir 348 Stimmen für diesen Gesetzentwurf und 199 dagegen. Das ist eine überwältigende Mehrheit, eine Mehrheit, die man wirklich selten hat. Wenn es um Mehrheit ginge, hätten wir längst den Volksentscheid auf Bundesebene. Das Problem ist, dass wir eine Zweidrittelmehrheit brauchen und nicht nur 2/3 Mehrheit der Stimmen, sondern der Abgeordneten, also aller Mitglieder des Parlaments. Und das haben wir knapp verfehlt damals. Das Beispiel der FDP. Die FDP hat beschlossen, das abzulehnen. Und ich habe aber mit etlichen SPD-Abgeordneten, mit Stadler, mit Walter Schnarrenberger und so weiter, mit Pilz, habe ich einzeln gesprochen und habe sie überzeugen können. Die haben dann gesagt, sie stimmen zu. Irgendwann bin ich zum Fraktionsvorsitzenden gegangen und habe gesagt, pass mal auf, ihr habt beschlossen abzulehnen, aber ich sage dir jetzt keine Namen, aber ich kann dir sagen, ich weiß von etlichen in deiner Fraktion, die zustimmen werden. Also meine Empfehlung wäre, es ist besser, ihr stimmt gleich alle zu, ja? sonst das Einzige, was rauskommt, die SPD, die FDP würde gerne den Volksentscheid verhindern, ist aber in sich selbst gespalten, das ist nicht sehr intelligent. Konnte ich den damaligen Fraktionsvorsitzenden nicht überzeugen? Aber dann war das Abstimmungsergebnis so, dass 18 mit Ja gestimmt haben und 14 mit Nein, obwohl die Fraktionsempfehlung war, mit Nein zu stimmen. Ja. Also Quintessenz, es kommt auf den Menschen an, auf den einzelnen Menschen. Und es kommt natürlich darauf an, dass man gute Argumente hat und dass man versucht, sozusagen diese Ebene zu überwinden, wo Menschen sich
in ihren Positionen eingraben und verschanzen und die Ebene zu finden, wo ein Gespräch und eine Bewegung möglich ist. Und das würde ich jetzt gar nicht nur zu diesem Thema sagen, sondern überhaupt in der Politik. Das ist eine tiefe Tragik, wie viel in diesem Land und wie viel in der Politik einfach deshalb schief geht, weil Menschen nicht miteinander reden, sondern weil sie übereinander herfallen. Ich bin unter anderem auch im Petitionsausschuss des Europaparlaments, ich habe im Bundestag zeitweilig im Petitionsausschuss gearbeitet, weil das ein Stück weit etwas ist, was einen erdet als Abgeordneter. Das ist das, wo man mit den realen Problemen der Menschen zu tun hat. Da kann man das ständig beobachten. Jemand schreibt einen Schriftsatz, dann schreibt das Ministerium dagegen, dann wird wieder, ich habe jetzt gerade eine Petition, da geht das seit 14 Jahren. Seit 14 Jahren gibt es keine Lösung. Und ich habe jetzt, letzte Woche, habe ich erreicht, dass der Kommissar bereit war, sich mit den Petenten und mir an einen Tisch zu setzen. Und wir sind jetzt ganz dicht an einer Lösung. Es geht nicht ganz so schnell, weil der Kommissar das nicht alleine entscheiden kann. Aber es sieht so aus, als hätten wir ziemlich, also in Bälde eine Lösung. Und so ist es in ganz vielen Sachen. Ja. Viel an dem, was in der Welt schlecht läuft, erklärt sich daraus, dass die Menschen nicht menschlich handeln, sondern dass sie sozusagen ihre Menschlichkeit abgeschlossen haben hinter Fassaden, wo sie glauben, sie müssten ein Amt, einen Job ausfüllen und so weiter. Ich habe eine Frage zum Verständnis von Ihrem Vortrag. Sie sprachen vorhin vor einmal von dem Grundgesetz als Provisorium und von der neuen Verfassung im Zusammenhang mit dem Zusammenwachsen. Ja. Wo stehen wir jetzt eigentlich genau? Haben wir die neue Verfassung? Nein. Nein. Das ist damals. Wie geht das weiter? Tja, das ist auch so eine Tragik. Also damals, als ich das versucht habe, ich habe dann eine Initiative gegründet. Das war die erste gesamtdeutsche Bürgerinitiative in Deutschland. Wir haben gemeinsam einen Entwurf geschrieben für eine neue Verfassung und haben 1,7 Millionen Unterschriften gesammelt, dafür, dass die Menschen in Deutschland selbst per Volksabstimmung über ihre Verfassung entscheiden können. Das war ein Riesenerfolg damals, aber die damalige schwarz-gelbe Koalition hat es abgelehnt. Ich habe die SPD überzeugen können, die Grünen, aber nicht die damalige Koalition FDP und Union. Und die haben mit ihrer Mehrheit das verhindert. Heute sagen alle, also wir hatten ja jetzt gerade wieder Jahrestag der Deutschen Einheit, sagen alle, das war ein dramatischer Fehler. Natürlich hätte man das machen müssen. Aber heute ist es ein bisschen zu spät. Nur, mir wird immer wieder die Frage gestellt, kann man das nochmal, also kann man zum Beispiel beim Verfassungsgericht einklagen, dass es jetzt eine Volksabstimmung über die Verfassung gibt? Das ist auch schon versucht worden und nicht gelungen. Das heißt, die Verfassungsbeschwerde ist gar nicht angenommen worden in Karlsruhe. Ich glaube, dass das auch naiv wäre zu erwarten, dass Karlsruhe da so einfach als Gericht sagt, liebe Bundesregierung, du hast die Verfassung gebrochen und das Grundgesetz ist eigentlich sozusagen gar nicht mehr gültig. Ich will aber nicht ausschließen, dass wir eines Tages noch mal dahin kommen. Ich glaube, langfristig muss das so sein, aber im Moment sehe ich da keine Bewegung und nichts, wo ich Ihnen jetzt irgendwie einen Weg weisen könnte. Machen wir es doch einfach so, dass wir die Fragen, die wirklich dringend sind, noch kurz nehmen und ansonsten, wie gesagt, ich komme auch gerne mal wieder. Wir werden nicht alle Fragen erschöpfend beantworten können. Da hinten, wie war das? So. Ist das noch? Ja, ich würde sagen, da nochmal stellen, einfach auch mal die Frage, wie wir in Baden-Württemberg jetzt tatsächlich die nächsten Schritte machen können. Uns steht eine Art demokratisches Supergau an, wenn es tatsächlich passiert, dass die SPD nach dem bestehenden Gesetz diesen Volksentscheid durchführen wird. Ja. Das hat bisher immer anders ausgesehen. Es gab im Vorfeld auch Gespräche mit der Demokratie, dass der Vorschlag gemacht wurde, dass kein Volksentscheid gemacht wird, sondern eine Art Befragung, und die SPD könnte sich freiwillig darauf festlegen, dass die Mehrheit dann da gehen und sie in ihrer Gesetzgebung dann so drauf reagieren. Das war ja der Vorschlag von der Demokratie, der ist sehr bekannt bei Grünen, SPD. Im Moment sehe ich da gar nichts mehr davon. Da wird überhaupt nicht mehr drüber gesprochen. Das ist die eine Frage, ob Sie da was Näheres drüber wissen. Und dann natürlich die andere Möglichkeit, die Verfassung zu ändern. In Baden-Württemberg gibt es ja die Sperrminorität der CDU, da haben wir es auch nicht so vom Landtag ausbekommen. Das heißt, wir müssen auch Volksentscheid über die neue Verfassung oder Verfassungsänderung anders durchführen. Ja. Wie sehen Sie da die Chancen, dass wir da in guten Schritten zum Baden-Württemberg hinbekommen? Darf ich dazu noch anknüpfen? Das geht in die gleiche Richtung. Und zwar die Gesetzesvorhaben, die im Herbst eingebracht wurden von Grünen und SPD.
War ja auch ein Gegenentwurf da von der Regierungskoalition, die ja ein bisschen entgegenkommen wollte. Wenn Sie das noch mit einbinden könnten, wieso haben Grüne und SPD nicht wenigstens dieses kleine Teilchen, was die CDU hingeworfen hat, mitgenommen, dass man das wenigstens schon eingesackt gehabt hätte? Das kann ich Ihnen nicht beantworten, muss ich Ihnen sagen. Ich bin jetzt auch, Sie müssen einfach verstehen, ich bin im Moment bin ich Europaabgeordneter und bin, das heißt natürlich nicht, dass ich mich nicht mehr um deutsche Fragen kümmere, aber kümmere mich um sehr viele Fragen, baue im Moment gerade Democracy International auf, was eine internationale Demokratiebewegung ist, habe deswegen auch mein Amt als Vorstandssprecher bei Mehr Demokratie schon im vergangenen Jahr abgegeben, was ich ja über einen sehr langen Zeitraum gemacht habe, weil ich eben jetzt mich stark anderen Aufgaben widme und weil ich den Eindruck habe, es gibt im Moment genug, also Mehr Demokratie hat sich so hervorragend entwickelt, dass wir ganz hervorragende Leute auf allen Ebenen haben, die sich jetzt um diese Sachen kümmern, das ist alles aufs Gleis gebracht und ich versuche das jetzt international aufzumachen. Das führt dazu, dass ich nicht mehr in allen Debatten so tief drinstecke. Und das zum Beispiel kann ich jetzt nicht beantworten. Zu Ihrer Frage nur grob, soweit ich sagen kann. Also erstmal, es gibt ja verschiedene Szenarien. Es gibt auch das Szenario, ich weiß, das hat jetzt rettet uns oder hilft uns nichts bei der Demokratiefrage, aber es gibt auch die Denkmöglichkeit, dass die Bahn selbst gerne von diesem Projekt Abstand nimmt. Also ich habe manche Hinweise darauf, dass man in der Bahn durchaus, also Sie müssen einfach, das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich, wir haben, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, dann haben wir über Bundesverkehrswegeplan auf Bundesebene pro Jahr insgesamt 1,4 Milliarden Mark für Ausbau im Bereich der Bundesbahn. Und da ist alles jetzt damit gemeint. Bahnhöfe, Strecken, damit ist gemeint, Züge leiser zu machen, weil zum Teil ja irrsinnig laut sind, Rheintalschiene und so weiter. Rheintalschiene ist ein ganz heißes Thema, weil die Schweizer jetzt übrigens durch einen Volksentscheid durchgesetzt diesen Gotthardtunnel gegraben haben. Die Regierung wollte eine Autobahn bauen. Die Bürger haben gesagt, das Geld nehmen wir gerne, aber nur für die Schiene, nicht für die Straße. Also Volksentscheid ist gar nicht so schlecht, sieht man da. Aber der Gotthardtunnel hängt im Grunde in der Luft, wenn die Deutschen die Zufahrtsstrecke am Rhein nicht ertüchtigen. So, die Bahn hat aber die nächsten 15 Jahre überhaupt keine Mittel dafür, weil alles in Stuttgart unter der Erde vergraben werden soll. Und in Thüringen, im Thüringer Wald, für ein völlig aberwitziges Projekt, das völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Und es gibt Hinweise, ja, das ist eine Bahnstrecke, die fast nur aus Brücken, er hat es wunderbar, wunderbar gesagt, aus Brücken und Tunnels besteht und derartig absurd teuer ist, dass da niemals eine Rentierlichkeit dieser Strecke erzielt werden kann. Und wir haben ganz viele andere Stellen im Eisenbahnnetz, wo dringend Baumaßnahmen nötig werden und die Bahn wird es nicht machen können, weil es dafür kein Geld gibt. Und es gibt viele in der Bahn, die heilfroh wären, wenn man Stuttgart 21 knickt, wenn man die Ertüchtigung der Strecke nach Ulm macht, ja, aber das hat ja nichts zu tun mit der Frage der Bahnhoftieferlegung in Stuttgart, und damit Geld sparen würde für andere Maßnahmen. Meine heimliche Hoffnung ist, dass die Bahn mit der neuen Landesregierung sich zusammen wird, setzen wird und dass es auf dieser Ebene eine Vereinbarung gibt. Das weiß ich aber nicht. Wenn es so nicht kommt, dann steht die Frage im Raum, die Sie gestellt haben. Und Mehr Demokratie hat tatsächlich dazu einen Vorschlag gemacht. Ob er aufgegriffen wird, weiß ich nicht. Ich selber bin im Moment, Mehr Demokratie hat auch einen Vorschlag gemacht, wie man die Volksgesetzgebung in Baden-Württemberg sinnvoll reformieren könnte, was dringend nötig ist. Ja, das ist ja alles, die Fristen sind zu kurz, die Hürden sind zu hoch. Sie haben Amtseintragung, also innerhalb von 14 Tagen müssen sich 16%, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, 1,4 Millionen Menschen eintragen, was einfach völlig unrealistisch ist und so weiter. Und das müsste man reformieren. Mein Vorschlag damals, auch als ich am Schlossplatz in Stuttgart geredet habe, bei der großen Kundgebung zu Stuttgart 21, mein Vorschlag war in Baden-Württemberg, sozusagen als einen nächsten Schritt dieser Bewegung die Forderung aufzustellen, wir wollen selbst über diese Frage entscheiden, wir wählen nur noch solche Parteien und solche Kandidaten, die uns vor der Wahl schriftlich versprechen, dass das erste Gesetz, das sie nach der Wahl tun werden, das Gesetz ist zur vernünftigen Regelung des Volksentscheids in Baden-Württemberg.
Ich sage das deswegen, weil ich habe schon mal vor vielen Jahren eine europäische Initiative für direkte Demokratie gegründet, 86. Und da war Alexander Lange aus Italien, ich weiß nicht, ob manche ihn kennen, im Europaparlament ist ein großer Saal nach ihm benannt. Das war ein hervorragender Mann. Der war mein Partner in Italien. Und in Italien ist es uns gelungen, eine Volksabstimmung durchzusetzen. Nun war es aber in Italien so, als die Unterschriften zu sammeln, mit denen verbindlich die Volksabstimmung durchgesetzt wurde. Nun wollte die Regierung die Volksabstimmung nicht über den Ausstieg aus der Atomenergie. Und es gab in Italien eine Möglichkeit, die Volksabstimmung zu umgehen. Die einzige Möglichkeit war, wenn die Regierung zurücktritt. Und dann ist die Regierung zurückgetreten, und zwar exakt an dem Tag, an dem diese Frist auslief. Also wenn die Regierung einen Tag länger im Amt gewesen wäre, hätte die Volksabstimmung stattgefunden. Sie ist aus dem einzigen Grunde zurückgetreten, die Volksabstimmung damit zu sabotieren. Und dann haben wir gesagt, das geht nicht. Und dann haben wir gesagt, jetzt, also haben es geschafft, weil die Empörung in Italien groß war, eine Bewegung aufzubauen, die gesagt hat, also vor allem Alexander Lange hat das gehört, eine Bewegung aufzubauen, die gesagt hat, wir wählen bei der jetzt nötigen Wahl, denn Regierungsrücktritt führt zu Neuwahlen, nur noch solche Parteien und Kandidaten, die schriftlich versprechen, als erstes Gesetz im neuen Parlament werden sie die Volksabstimmung reformieren, so dass sie nicht mehr manipuliert werden kann von der Regierung, so dass sie stattfindet und so weiter. Und das ist tatsächlich gelungen, dass die Kandidaten, weil die Stimmung im Land so stark wurde, dass man das gefordert hat von den Kandidaten, dass quer durch die Parteien, also auch Demokratia Christiana und so weiter, der größte Teil der Kandidaten das unterschrieben hat. Und tatsächlich war dann das erste Gesetz, das im italienischen Parlament verabschiedet wurde, war das zur Reform des Volksentscheides. Und gestützt auf diese Reform konnte dann der Volksentscheid stattfinden, der in Italien zum Atomausstieg geführt hat. Ja? Also man kann das hinkriegen, wenn man will. Nur das ist jetzt zu spät. Ich sehe, das wäre eigentlich der Weg gewesen, ne? Das Volksentscheidsgesetz zu reformieren, darauf gestützt dann einen vernünftigen Volksentscheid zu machen. Ich sehe im Moment eigentlich nur die Möglichkeit, es so zu machen, wie es mehr Demokratie vorgeschlagen hat, kann aber nicht sagen, was am Ende der Verhandlungen herauskommt, die jetzt stattfinden und an denen ich nicht beteiligt bin. Ja, so. Das war einer der längsten Vorträge mit der Auswahl, die wir hier je erlebt haben. Also, wie ich mich erinnern kann. Herr, vielen Dank. Und dass Sie alles so lange ausgehabt haben, hat gezeigt, dass es spannend und interessant war. Und wir können wahrscheinlich noch ewig weiterreden. Und es geben noch viele Fragen, um zu sprechen, die alle eine Antwort bedürfen. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihr Kommen, Ihr Zuhören und wünschen einen guten Nachmittag.